Brüssel, Square de Meuse, in Sichtweite des Europäischen Parlaments. Seit 2007 arbeitet hier das Verbindungsbüro des Deutschen Bundestages, bestehend aus Mitarbeitern der Bundestagsverwaltung und aller Fraktionen, um die Abgeordneten in Berlin rechtzeitig über die anstehenden Ereignisse in Brüssel zu informieren. Wie jeden Tag sitzt das Team im Jurfix zusammen, um den Tag und die vorhersehbaren Termine der Woche im Europäischen Parlament und seinen Ausschüssen zu besprechen. Notwendig wurde das Büro, weil das tägliche Leben in Deutschland zunehmend auch durch Gesetze und Entscheidungen aus Brüssel bestimmt wird. Den Bundestag erreichen jedes Jahr mehrere tausend Dokumente der europäischen Institutionen. Und weit über die Hälfte der Gesetze, die das deutsche Parlament verabschiedet, stößt die Europäische Union an. Die Europapolitik wird damit zunehmend zur Innenpolitik Deutschlands. Es gibt einen prinzipiellen und einen praktischen Aspekt. Der praktische Aspekt ist, dass die Bedeutung europäischer Absichten und Regelungsüberlegungen und Richtlinienentwürfe immer größere Bedeutung auch und gerade für die nationalen Parlamente hat. Und wir natürlich ein Interesse daran haben müssen, möglichst früh von solchen Überlegungen und Absichten Kenntnis zu haben, um nicht erst dann mitwirken zu können, wenn die Sache faktisch bereits entschieden ist. Und der prinzipielle Aspekt ist, dass wir als Parlament uns nicht von der Informationsvermittlung abhängig machen wollen und sollten, die über die Regierung erfolgt. Und deswegen haben wir in der Verbindung dieser beiden Überlegungen uns entschieden, ein eigenes Büro des Bundestages in Brüssel zu errichten, personell besetzt aus Mitgliedern der Bundestagsverwaltung und Vertretern aller im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen, damit dieser Informationsvermittlungsprozess so zeitnah wie möglich und auch politisch so sorgfältig wie möglich erfolgen kann. Die Mitarbeiter sind zuständig für die Informationsbeschaffung. Durch das Verbindungsbüro in Brüssel verfügt der Bundestag über ein Netzwerk zu den verschiedenen Einrichtungen der EU, wie beispielsweise dem Europäischen Parlament oder der Europäischen Kommission. Eine komplexe Aufgabe, die viel Flexibilität verlangt. Ich würde sagen, jeder Tag ist hier sieht anders aus. Das heißt, dass wir davon abhängig sind, natürlich, was in den Institutionen passiert, was auf ihren Tagesordnungen steht, ob wir jetzt eine Sitzungswoche des Europäischen Parlaments haben, das heißt eine Sitzungswoche der Ausschüsse, oder ob es eine Straßburger Woche ist, eine grüne Woche und so weiter. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch unsere Aktivität hier etwas anpassen. Selbstverständlich sind wir auch davon abhängig, was im Bundestag passiert. Was wir auch aus den Ausschüssen für Anfragen haben, ob wir zum Beispiel eine auswärtige Sitzung hier eines bestimmten Ausschusses durchführen müssen. Und entsprechend müssen wir auch unseren Tagesablauf anpassen. Von daher ist jeder Tag anders, aber jeder Tag besteht aus verschiedenen Arbeitsgängen. Natürlich haben wir auch unsere interne Arbeit hier vor dem Computer im Team zusammen. Und wir haben auch natürlich die Arbeit, die darin besteht, dass wir zu den Ausschüssen des Europäischen Parlaments gehen und unsere Informationen da einholen, dass wir uns mit Kollegen der Kommission treffen, damit wir auch da Informationen besorgen können. Wir haben auch Treffen mit den anderen Kollegen von den anderen nationalen Parlamenten, die auch so einmal zum Beispiel in der Woche stattfinden, manchmal auch öfters, sodass es viele Termine auswärts gibt, die wir wahrnehmen müssen, damit wir gut informiert sind und diese Informationen nach Berlin weitergeben können. Eine der zentralen Aufgaben des Büros ist die Herausgabe des wöchentlichen Berichtes aus Brüssel. Hier werden alle wichtigen Vorhaben des Europäischen Parlaments, der Ausschüsse und der Kommission dokumentiert und analysiert. Auf Basis dieser Informationen sind die Abgeordneten aus Berlin, die sich in Brüssel mit Europaabgeordneten ihrer Parteien zur Vorbereitung von Gesetzesvorlagen oder Abstimmungen treffen, rechtzeitig in der Lage, Entscheidungen zu fällen. Wir versuchen hier und haben die Ambition, da ein Frühwarnsystem in Anführungszeichen aufzubauen. Ich würde eher sagen, eine Vorfeldbeobachtung.
zu organisieren, indem wir von der Kommission versuchen, sehr, sehr früh Informationen zu bestimmten kommenden Gesetzen zu besorgen und versuchen, sie dann in den Bericht aus Brüssel aufzunehmen. Natürlich ist es immer ein analytischer Ansatz. Das heißt, die Informationen, die wir von der Kommission bekommen zu einem frühen Zeitpunkt, sind informelle Informationen zum großen Teil. Die müssen natürlich überprüft werden. Wir müssen auch zum Teil auch mit Interessenvertretern reden und fragen, wie sehen Sie das, was eigentlich von der Kommission jetzt auf den Markt gebracht werden soll? Wir müssen auch zu Hause in Berlin uns auch rückkoppeln und fragen, wo könnte das auch bei den Fraktionen problematisch sein oder wo würde man das, welche Punkte würde man begrüßen, wo könnten auch sich Knackpunkte herausstellen, damit wir diese Aufbereitung für den Bundestag schon kritisch auch darlegen können. Das Verbindungsbüro gehört zum Referat für Europaangelegenheiten beim Bundestag, der Schnittstelle zwischen Berlin und Brüssel. Da haben wir zunächst erstmal eine ganz einfache und klare Regel, dass jeder Referent in meinem Referat hier in Berlin am Mittwoch, wenn er aus den Ausschusssitzungen kommt oder sie aus den Ausschusssitzungen kommt, werden kleine Mails geschrieben, um über den wesentlichen Inhalt der Beratungen von EU-Vorlagen in den jeweiligen Ausschüssen zu berichten. Also zu informieren, ob eine Fraktion einen Antrag gestellt hat, eine Beschlussempfehlung ans Plenum ausgesprochen worden ist, damit die Brüsseler Referenten sofort informiert sind. Denn wir sind dort in Brüssel ja auch Teil eines Frühwarnsystems aller nationalen Parlamente untereinander, um auch sich wechselseitig auszutauschen, die Informationen weiterzugeben, damit andere nationalen Parlamente, die in Brüssel ebenfalls mit Verbindungsmitarbeitern dort vor Ort sind, wir diese Informationen weitergeben können und umgekehrt auch von den Kollegen der anderen nationalen Parlamente Informationen erhalten, wie Sie bestimmte EU-Vorlagen beraten. Seit seinem Bestehen arbeitet das Verbindungsbüro in Brüssel mit durchweg positiver Bilanz. Seine Arbeit ist wegweisend, auch über den Deutschen Bundestag hinaus. Ich habe bisher jedenfalls aus den eigenen Reihen der Kolleginnen und Kollegen oder der Fraktionen keine ernsthaften Beschwerden, aber viele freundliche Reaktionen gehört. Übrigens war der Weg zu diesem Ergebnis auch keineswegs ganz einfach. Umso erfreulicher ist, dass offenkundig die gefundene Lösung allen Beteiligten gefällt. Aber das vielleicht noch schönere Kompliment ist, dass inzwischen, ich glaube, mit einer einzigen Ausnahme alle anderen Mitgliedsländer oder alle anderen Parlamente der übrigen Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft diesem deutschen Beispiel gefolgt sind. Kurze Informationswege werden mit zunehmendem Einfluss der europäischen Institutionen an Bedeutung gewinnen. Ein gewichtiges Argument für die zukünftige Arbeit des Verbindungsbüros in Brüssel.